Guten Morgen, Freunde. Ich bin's wieder. Ich nerv wieder. Kurz und knapp, das wird ein Dubai-Vlog. Ich habe mich mit Sydney entschieden, nach Dubai zu fliegen. Jordan ist auch da. John, sein Bruder. Micha. Ich habe mir gedacht, ja, warum denn nicht? Dubai klingt vielversprechend. Ich nehme euch mit. Aber richtig, richtig cooler Fun-Fact. Sydney hat mir gestern so um 7 Uhr früh geschrieben, Willi, ich finde meinen Reisepass nicht. Weiß ich nicht, Sydney. Also, Stand jetzt weiß ich nicht, ob Sydney in Dubai landet, beziehungsweise nach Dubai fliegt. Weiß ich nicht, Sydney. Also, ehrlich, wieder ein krasses Brett. Ein krasses Brett. So, wir haben heute noch Verabschiedung. Wir hatten gestern unser letztes Spiel in diesem Jahr. Leider haben wir das verloren, aber Mund abwischen, weitermachen. Ich habe für meine Mannschaftskollegen noch unser Parfüm mitgebracht. Ich hätte fast meine Adresse geleakt. Cool. Also meine Sachen sind gepackt. Ich habe viel zu viele Sachen dabei. Kein Problem. Rucksack, da kommen noch ein paar Sachen rein. Ja, super. Sachen sind gepackt. Jetzt ist Abfahrt nach Frankfurt. Von Frankfurt nach Dubai. Luca, der Ehrenmann, fährt mich nach Frankfurt. Pass Block, Leute. Always got your back. Du sabe. Papi, so, angekommen. Es ist mittlerweile 12.30 Uhr. Noch kein einziges Signal von Sydney Friede. Ist scheiße? Ja. Mann, Sydney, Digga, ne? Ja, nee. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, wie das hier heißt. Wie nennt man das, wenn man eingecheckt ist? Ja, ich bin drin. Sagen wir so. Ich muss mir einen Rasierer mitnehmen. Ich muss meine Beine rasieren. Weil wenn ich am Pool liege, möchte ich, dass die Dinger glänzen, die Froschschenkel. Und ja, ich gebe zu, ich habe Froschschenkel, Sydney, leck mich. Gerade war eine Familie vor mir. Leute, ich habe einen Burnout bekommen. Die Kinder nehmen ihr Schulmäppchen mit und da sind einfach zwei lange Scheren drin. Und wir haben 15 Minuten gewartet, weil die Frau nicht wusste, dass man Scheren mitnehmen darf. Ja, nee, super, ehrlich, Gänsehaut. Ich glaube, wir sehen uns dann erst wieder in Dubai. Yay, yeah, Dubai shit. Yay, yeah, yay. Yeah. Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yes. Ob Sydney Friede noch kommt, weiß ich nicht. Sydney Friede, kein Reisepass. Gut, Sommer ist in Dubai. Kriege ich eine unglaublich geile Nachricht von Sydney Friede. Ich sitze gerade im Flieger. Er schreibt zu mir, hä, lol, kann nichts Gutes heißen. Kann nichts Gutes heißen. Dann teilt der Mann mir mit, dass das Hotel gecancelt wurde. Ja, jetzt bin ich in Dubai ohne Hotel. Ich muss mir jetzt mal gucken, ob ich mein Hotel verhandeln kann da. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das da hinten ist ein Wasserfall. Digga, das ist schon alles sehr, sehr mächtig. Aber ich habe immer noch nicht meine Koffer. Mal ein anderes Thema. Ich habe kein Hotel. Ist scheiße. Frag für einen Freund. Ist scheiße. Für alle, die ihn nicht kennen, Roberto Massimo. Ich habe vor einer Woche, habe ich glaube ich, mit dir telefoniert, ne? Ja. Da meintest du noch, ihr gewinnt 1-0 gegen Bayern. jetzt kannst du drüber lachen, das ist Weihnachten. Komm, Junge. Man muss genießen. Das ist so krass, Leute, was hier alles um die Uhrzeit abgeht. Es ist hier gerade 2 Uhr nachts. Es ist so voll Taxis, Autos, überall glänzt es. Das ist echt, boah. Jordani! Ey! Was ist los, ja? Sehr, sehr krass. Wo muss ich hin, Jordan? Hier, die Position ist hier. Okay. Ich bin jetzt auf meinem Hotelzimmer. Das ist mein Bad. Ja, ist cool. Kann mich nicht beschweren. Was ist das hier? Oh, nett. Habt ihr getrennt kacken und duschen. Super. Hier ist dann der Wohnbereich. Hier ist das Bett. Bin gespannt. Ja, Aussicht super, ne. Ja, nice. Wow. Ja. Weiß nicht. Ja, Leute, Personenschutz wieder in Dubai. Junior, Eboa, einfach ein Viereck. Sydney, Sydney, Bruder, lass mal sagen. Sydney, schwache Leistung von dir. Ganz klar. Du verpasst so viel. Gang, gang. Micha und ich. Ich war hier selber noch unterwegs. Wir gucken uns das Ganze jetzt hier mal an, scouten das Ganze. Aber sieht vielversprechend aus. Also weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. So sieht unser Hotel aus.
Ah, schon wild, ne? Sehr, sehr wild. Das ist schon sehr, sehr heftig. Ist das eine Yacht da hinten? Ich frage ihn mal, ob ihn jetzt nicht ein bisschen heiß ist. It's not hot? It's too hot? With the jacket? You're sitting there like it's in Germany, the weather. Ja, ja, machst du super, ehrlich. You know Vita Weight? Vita Weight? Ja, kommt alles. Kommt noch alles, kein Problem. Ich will nichts sagen, aber ich zweifle hier auch das Wasser an. Wirklich. Es ist so erfrischend, das Wasser. Hilfe! Ja, wirklich, wow. Ich zweifle es an. Das kann nicht echt sein. Ich sag gerade zu Micha, also keine Ahnung, Dubai ist echt sehr nice, aber das kommt mir so vor wie eine, dieses nicht so, das ist keine normale Welt. Ich guck Micha an, Micha sagt nichts. Ich genieße die Zeit. Harte Saison gewesen. Wie war die Saison für dich, Micha? Ja, sehr hart. Vor 2 Jahren auf Mykonos verletzt. Seitdem mit so einer Verletzung rumzukämpfen. Ja. Machst du gut, Junge. Wir waren gerade noch in der Halle ein paar Digger werfen. Guck die mich an. 10 Uhr sagt der Mann zu mir, soll ich wach werden? Wie spät ist jetzt? 13:30 Uhr. Nein, super, super. Einfach Einheimische getroffen, ne? Nach dem Blank. Ja, Einheimische. Wirklich. Ist der dumm. Ist der dumm, ist der dumm. Michael Jordan, ne? Guckt ihn euch an mit seinem TikTok. Und das ist ein schlechter Einfluss. Was soll ich dir sagen? Du bist eine Falschkeit. Weiß ich nicht, ne? Schwarze auch mal vorstellen. Mein Name ist Sommer. Ja, super. Ja, wirklich. Super. 16:04, neuer Transfer. Wirklich, 16:04. Der Mann hat aus seinem Bett geschafft. Jeboa, mal ernste Frage, ne? Was kostet Personenschutz, dass die Leute sich melden können? Sag mal. Oder wenn ich mag, ist umsonst. Oder? Ja, siehst du. Wenn ich mag, ist umsonst. Du bist der beste Jungs. Nur Ibiza. Ja, nichts passiert, Leute, aber Ibiza. Guckt euch diesen Arm an. Sag nur Ibiza. Einfach mein Oberschenkel. 6-1, Ibiza. They got always my back, yes, Bob. Ja, so sieht das Ganze aus. Viel, Alter, ja. Echt schön, die Aussicht. Ich weiß nicht, ob das auf Bild richtig rüberkommt, aber das sieht schon sehr, sehr verrückt aus. Da hinten ist einfach ein Riesenrad. Wir laufen jetzt hier noch gerade so ein bisschen entlang. Hier ist unser Hotel. Also, das ist so, das fühlt sich so fern von der Realität an. Ich weiß nicht, ob ihr so nachvollziehen könnt, was ich meine, aber das ist so wow. Ich bin jetzt auf dem Hotelzimmer. Nicht wundern, ich habe mich nicht rasiert, falls ihr mich nicht erkennt. Wir waren eigentlich heute den ganzen Tag am Beach Club. Wir gehen später noch was essen. Da nehme ich euch auch noch gerne mit. Also wirklich, was bonbon-technisch hier abgeht. Wir essen jetzt gerade noch was. Und später gehen wir noch wahrscheinlich irgendwo ins Nachtrestaurant. Ich mache mich fertig. Nebenbei läuft natürlich Qualität. Sydney. Oh, die sind... Come on! Check die Leute nicht. Der ist gerade im Late Game. Und die Rotation... Mann. Ich glaube... Igel fehlt. Das gewonnen, hat mir ein Off-White-Tee genommen. Die Rip Jeans, Dior 22er. Eigentlich wollte ich erst die LV trainen, aber ich nehme jetzt die. Nur, dass ihr eine Vorstellung habt. Urus, Ferrari, Lambo, Ferrari. Digga, was hier für Autos stehen, das glaubt ihr gar nicht. Genau so. So, 2. Tag. Was ist los? Im Restaurant gewesen, hat sehr, sehr gut geschmeckt. Steak persönlich für mich das Beste gewesen. Heute gehen wir auf ein Boot, auf Le Yadi. Ich nehme euch bei dem Ganzen mit. Jungs, Alter, gestern war ein schöner Abend. Wir waren entspannt essen. Der Mann war unterwegs gestern. Wir haben den Untergang angeschaut. Essen war sehr, sehr lecker. Auf jeden Fall. Ja. Also für euch Paare da draußen. Ja. Genau so, genau so. Black Performance, that's what I'm talking. Hilfe, UD30. Für alle Leute, die denken, DJ Bundy war nur ein Mythos. Yeah. Do you have something else to do?
bist Musik hin? Ja, ich mach doch gerade Video. Hab ich auch Video. Du drauf? Ist der du? Hey. Okay, for the shirt. Too sexy for the too sexy for the Ich gehe jetzt Jetski fahren. Ich habe Angst vor Meer, aber ich bin positiv. Ihr Bo hat sein T-Shirt aus. Das heißt was. Das heißt was. Nee, nee, nee. We the best music. Gangsters und ich leg uns 10er Kass in Wandschrank. Ja, ich weiß es noch. Küche nach oben geschickt. In jede Flasche reingearscht. Heute aschen wir. Wir waren jetzt Boot fahren. Erstmal war es sehr, 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 sehr krass. Ich weiß gar nicht, ob man mich sieht, weil ich... Ja, war sehr, sehr krass. Jeboa hat sich nicht lumpen lassen und hat diesen Laden ausgeraubt. Wirklich Cola, Sprite, alles wurde mitgenommen. Ich fand's sehr, sehr nice. Micha, was sagst du? Sehr stark, muss ich sagen. War sehr, sehr krass, aber für alle Leute, das ist nicht selbstverständlich. Man muss auch sagen, Jordan hat das ganz übernommen. Deswegen auch nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, weil es nicht selbstverständlich ist. Jordan hat das übernommen. Wir konnten mit Boot fahren, Jetski fahren und ich hoffe, ihr habt ein paar coole Bilder gesehen. Wir gehen jetzt ins Hotel und was wir heute Abend machen. Also, wir sind nicht nur in Dubai, sondern wir sind auch umweltbewusst. Anstatt ich mir ein Auto nehme oder ein Uber, sitze ich im Kofferraum, weil du ein Ehrenmann bist. Ein Ehrenmann bin. Danke, ne? Super. Jordan fährt auch mit entspannter Fahrt. Also, einlasst euch einfach jetzt an die Ibiza-Fahrt. Jordan, für einen 5-Minuten-Weg, 20 Minuten. Sag ich so, wie es ist. Ohne.